Heute geht es auf Regio TV Plus um den Finanzausgleich, und zwar genauer gesagt um den IG-Finanzausgleich. Diese Woche war ein Bericht in der Zeitung gesehen, ich habe sofort Markus Eigenmann angerufen, seines Zeichen ein Gemeindepräsident von Arlesheim. Markus, gehen wir vielleicht noch mal ganz am Anfang zurück. Finanzausgleich, ja, Geld wird umgeschoben von einem Ort zum nächsten. Jemand profitiert, jemand gibt. Um was geht es genau? Wir reden immer von Gebergemeinden. Es gibt eigentlich zwei Aspekte beim Finanzausgleich. Man will zwei Sachen machen. Einerseits will man die Steuerkraft zwischen den Gemeinden ein Stück weit ausgleichen. Das heisst, dass die Steuerkräftigsten etwas abgeben an die weniger Steuerkräftigen. Und dann will man auch Gemeinden entlasten bei Sonderlasten, die sie vielleicht haben. Wenn jemand sehr viele Lasten im Bereich von der Bildung hat oder weil es ein sehr landwirtschaftliches Gebiet ist, dann wird man das auch versuchen, noch ein Stück weit zu entlasten. Jetzt ist ja das bereits bestehend. Das Novum daran ist, aber die haben jetzt eine IG gegründet. Was ist euer Ansinnen dahinter? Unzufrieden mit dem Finanzausgleich, wie er besteht? Ja, es ist nicht ganz neu, dass wir miteinander schwätzen unter den Gebergemeinden. Das ist seit dem Bestehen vom Finanzausgleich. Machen wir uns Gedanken, ist der richtig so, wie er ist, vom Mechanismus her, ist er richtig eingestellt? Das ist eine relativ komplexe Sache. Und bis jetzt ist man so lose in Verbindung gewesen. Und man ist jetzt der Meinung, wir müssen das mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und von das haben wir unsere Zusammenarbeit ein bisschen formalisiert und die Interessengemeinschaft gegründet, um auch unsere Interessen ein bisschen bündeln. Jetzt bediene ich mich hier um ein Zitat aus dem BZ-Bericht. Und da heisst es nämlich, gemäss den Berechnungen für das Jahr 2020 fließen so 66 Millionen Franken von steuerstarken in strukturschwache Gemeinden. Die Gemeinde Arlesheim, der Bezirk Arlesheim, ist einer der grössten Geber in dem. Warum? Was macht Arlesheim so anders, dass es euch in dem Sinn mehr trifft? Wahrscheinlich haben wir relativ wohlhabende Leute, und wir haben, die bei uns wohnen. Und in vielen Gemeinden haben wir auch Unternehmen, grosse, die auch Steuern zahlen. Das ist aber ein bisschen unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. In Arlesen selber sind es vor allem die natürlichen Personen, also die Leute in der Wohnbevölkerung, die relativ viel Steuern zahlen. Die Unternehmen sind bei uns nicht so bedeutsam. Für was wird eigentlich das Geld eingesetzt, wenn ihr es gegeben habt? Es geht ja nicht mehr in einen Pott, es wird dann verteilt. Für was braucht das jetzt eine Gemeinde? Ist das einfach der Zustupf, wenn es noch immer rote Zahlen geht, wenn es ein Loch in der Kasse hat? Geht es in Kultur, geht es in Bildung? Das kann man nicht so genau sagen, weil die Gelder, die hier verschoben werden zwischen den Gemeinden, die haben keine Zweckbestimmung. Also die sind wie Steuereinnahmen eigentlich von diesen Gemeinden zusätzliche, und die Gemeinden sind frei in der Verwendung. Bei uns im Kanton wird also keine Auflage gemacht, für was die Gelder gebraucht werden. Was bestehen denn zurzeit schon, bestehen zurzeit schon Änderungen oder Vorschläge, die ihr diskutieren könnt? Weil ich nehme an, da hat nicht jede Gemeinde jetzt gerade gross Freude, dass ihr euch hier ein bisschen zusammendient und fast ein bisschen opportuniert. Nein, es gibt noch keine konkreten Vorschläge. Da ist es noch viel zu früh eigentlich. Es gibt allerdings Analyse, das hat man auch schon in der Vergangenheit gemacht, den Mechanismus einmal durchleuchten lassen von einer Drittpartei, von Hochschulen. Da gibt es verschiedene, die vorliegen mittlerweile. Und wir wissen auch, wie unser Mechanismus im Baselbiet funktioniert im Vergleich zu anderen Kantonen, die ja die Instrumente auch kennen. Und eins, was wir festgestellt haben bei diesem Vergleich, ist, dass der Kanton Basel-Land relativ viel Geld hin und her schiebt zwischen den Gemeinden. Das heisst, es wird relativ viel umverteilt. Und das darf man durchaus einmal in Frage stellen. Weil, oder, man muss sehen, für eine Gemeinde wie bei uns ist der Finanzausgleich der zweithöchste Ausgabeposten, gerade nach der Bildung. Bildung ist grösser natürlich mit den ganzen Schulen, aber nachher kommt schon der Finanzausgleich, und das ist einfach ein Budgetposten, den man nicht einfach übergeben kann, sondern den muss man immer wieder auch hinterfragen. Hinterfragen muss in diesem Fall nochmal eben Vorschläge. Sind sie jetzt denn überhaupt am Markt zu bringen? Ich hinterfrage jetzt in dem Moment auch ein bisschen den Zeitpunkt, den sie gewählt haben. Laufen denn Diskussionen in der Gemeinde jetzt sowieso budgetbedingt? Alles wird sich ändern, das wird auch auf der Gemeinde spürbar sein. Und ist das am Ende auch noch ein Antrieb, um zu sagen, dann müssen wir jetzt aber auch schauen, dass wir nicht wieder zu viel rausgeben?
Ja, es sind zwei Aspekte. Also, Entschuldigung, muss ich noch etwas anfügen. Das können wir ja auch nicht einfach von heute auf morgen machen. Muss man ja auch noch sagen. Also, ein anderer Horizont. Genau, das war auch ein Grund, warum wir die IG gegründet haben, damit wir ein bisschen organisiert sind, weil das wird ein längerer Prozess sein. Das braucht auch einen Dialog dann mit dem Kanton und mit den Empfängergemeinden. Aber was es eigentlich, was den Zeitpunkt anbelangt, sind es wie zwei Sachen. Einerseits sind wir jetzt ein paar Jahre unterwegs in der jetzigen Konstellation und man hat nur noch wenig geändert am Finanzausgleich und da ist Zeit, um das wieder mal evaluieren. Und schauen, sind wir überhaupt richtig unterwegs? Stimmt das so? Und das Zweite ist, wir stellen fest, und das ist schon vielfach jetzt in den letzten Wochen auch in den Zeitungen gesehen, wo die, all die Gemeinden jetzt hier im, rund um Basel um ihre Budgets präsentiert haben, die vermeintlich wohlhabenden Gemeinden, da, bei denen wird der Spielraum immer wieder enger finanziell. Das hat auch seine Gründe. Also klar, jetzt haben wir noch eine Corona-Situation, wo die Steuerträge noch ein bisschen tiefer werden ausfallen. Aber wir haben auch verschiedene Posten, die in den letzten Jahren einfach immer weiter gestiegen sind, sei es in der Bildung oder vor allem auch im Alter. Gerade die Agglomerationsgemeinden, die überaltern zunehmend. Das ist mit Kosten für Gemeinden verbunden. Und da wird der Finanzspielraum immer wieder enger. Und da fängt man sich natürlich an, diese Fragen zu stellen und fängt jeden Posten noch anzuschauen. Und das gibt einen gewissen Druck, dass man das jetzt macht. Wie sieht denn der Zeithorizont generell jetzt aus? Irgendwann müsst ihr euch zusammensitzen, müsst ihr euch konstituieren. Und wie ich gelesen habe, hast du auch grosse Hoffnung, dass alle Gemeinden hier ins Boot kommen? Ja, es sind mittlerweile 10 Gemeinden Mitglied von dieser IG. Und von denen, das sind ja die 10 Gemeinden, die substanzielle Beiträge einzahlen. Die repräsentieren etwa 40% der Bevölkerung im Kanton. Und wir haben uns mittlerweile konstituiert, die Organisation steht. Wir werden jetzt eine Phase haben, wo wir eine Auslegeordnung machen. Was gibt es schon für Material, was ist schon vorhanden, was sind die Erkenntnisse. Und dann werden wir definieren, wie wir weiterfahren. Wir streben eigentlich an, dass man auch am Finanzausgleichsgesetz etwas ändert. Und wie wir aber alle wissen, das geht seine Zeit, bis eine Gesetzesänderung durch ist. Das ist nicht etwas, was die Regierung einfach beschließen kann, sondern es wird seine Zeit brauchen. Und ich denke, man wird im Sommerhalbjahr dann ein bisschen sagen, was wir eigentlich fordern. Bis dann werden wir unsere Positionen mal so weit konsolidiert haben, dass wir einheitlich können auftreten können. Wie gesagt, es soll keine Konfrontation sein, aber ich denke, nachher sind wir bereit, um in den Dialog zu treten.